Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf dem Linnaeushof. Das ist tatsächlich Europas größter Spielplatz mit 350 Spielgeräten nach eigener Aussage. Dieser Spielplatz ist zwischen Amsterdam und Zandvoort. Also wenn ihr hier mal in der Nähe seid, kann sich der Besuch echt lohnen. 15 Euro Eintritt allerdings pro Person, egal ob Erwachsener oder Kind. Aber ihr werdet ja in meinem Vlog sehen, dass sich das hier durchaus mal für einen Tagesausflug lohnt. Ist richtig schick hier. Natürlich alles nur Spielplatzgeräte. Eine Parkeisenbahn haben sie, eine Trethochbahn und diesen tollen Kletterturm, wo ich gerade drauf bin. Also mir macht's jetzt, wir sind jetzt gerade mal eine halbe Stunde hier, mir macht's jetzt schon Spaß. Und Lilly auch. Viel Spaß mit dem Video. So, wir sind drin. Was für ein klasse Areal. Ich führe euch gleich mal rum, aber ich muss mich selbst erstmal orientieren. Das ist ja richtig schick. Es ist ja eigentlich nur ein Spielplatz, Leute, ne? Musste balancieren auf dem Seil. Ja, ja, und dich dabei festhalten. Genau. So, es geht los, die schöne Eisenbahnfahrt. Juhu! Oh, es geht durch einen tiefen, dunklen Tunnel. Oh, Lilly, mir wird schlecht bei sowas. Oh, meine Tochter ist gemein. Warum steigt man rein? Um dir eine Freude zu machen. So. Willst du aufs Riesenrad? Das ist gerade frei. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommt Schwung in die Sache. Eieieiei. Das ist ein bisschen abgebremst. Das im Ersepark war damals schneller, ne? Kannst du dich noch erinnern? So, wir gehen auf die Kletterinsel. Und da meine Tochter schon vorrennt, muss ich mich beeilen. Sind wir hier richtig? Ja, ja, ja. Oh, hier wird's steil. Solche Klettertürme mag ich. Das letzte Mal war ich im Ravensburger Spieleland auf so einem Kletterturm. Der führte direkt über die Raftingbahn. Geschafft. Guck mal, du kannst auch eine Treppe runter, wenn du willst. Nee? Wir sind jetzt auf der Insel, da hast du recht, ja. Mal gucken, was es hier so gibt. So, und was haben wir da? Eine Treppe und eine Rutsche. Wollen wir die Rutsche nehmen, Hase? Oh. Das war eine Rollenrutsche, die ratterte ganz schön unterm Pops. Oh, ich wurde immer schneller, ey. Mann, aber zum Glück konnte man mit den Füßen am Rand abbremsen. Ja, musste ich auch, sonst wäre ich da sonst viel schneller rausgekommen. Was ist das denn Geiles da? Guck mal. Stau auf der Schiene, Auffahrunfälle, eieieiei. Ja, wie ich sage, der langsamste fährt immer vorne, ne? Seid ihr da diese Schubkarre gefahren? Dieses Pendel, nee. Das ist natürlich, passt nur eine Person rein und wenn die schaukelt, dann schaukelt die erstmal mindestens 5 Minuten, ehe sie hochkommt. So, kriegst du auch schon ein kleines Hüngerchen. Hier muss man leider mit EC-Karte zahlen. Natürlich doof, wenn du dir einen Kaffee holst für 2,50. Würde ich ja gern bar bezahlen. Nein, geht nicht, durften wir uns schon anhören. Wir müssen das festhalten, weil sich das dreht zusätzlich noch. Eieieiei. Jetzt lasse ich aber gleich los, dann kannst du dich drehen. Pass auf. Wir machen nichts. So, es geht auf die Riesenrutsche. Oh,
Die war ein bisschen stumpf, die Rutsche. Also etwas schneller dürfte sie gerne sein. Willst du schwimmen? Ja. Okay. Was sollen immer all die teuren Freizeitparkbesuche? Gib dem Kind Wasser und es ist glücklich. Oder eine Brandung, dann ist es noch glücklicher. Ja, Lilly, fertig gebadet? Ja. Super. Ja, das hinter mir ist doch mit Abstand der schönste Bereich. Ich mag das sowieso total gerne. Ein bisschen Seenlandschaft, Klettertürme da drüber. Finde ich schön. So, wir verlassen den Linnaeushof. Ist mal ein Ausflug wert, wenn ihr bereit seid, den Eintrittspreis zu akzeptieren. Ihr habt ja selbst gesehen, es ist eigentlich alles da, was das Kinderherz begehrt. Also solltet ihr mal hier sein, nehmt euch erstens Badesachen mit, Wechselklamotten und vielleicht auch mal ein Getränk, was zu essen. Und du musst dich anstellen mit EC-Karte, wie gesagt. Ja, also das geht schneller und einfacher. Und leert vorher eure Blase, denn viele Klos gibt's nicht. Wolltet ihr das jetzt wissen? Vielleicht. So, wo ist denn das Auto? Keine Ahnung, ich bin reingefahren. Keine Ahnung. Weiter hinten, glaube ich. Jedes Mal dasselbe. Ich vergesse immer, wo das Auto steht. Da sind wir echt Experten. Was haben wir manchmal das Auto schon gesucht? Ja, wir haben das falsche Auto. Das andere ist halt auffällig. Wie, wir haben das falsche Auto? Nein, weil... Achso, ja, mein Auto ist so knallig blau. Hat den Vorteil, dass es von weit weg immer sauber aussieht. Ja. Aber glaubt mir, auch die Autos wären dreckig. Da ist mein Auto. Hast du? Guck mal, ne, Niederländer hier, ne? Alles nur gelbe Kennzeichen. Ah, ein Wald dazwischen. Ach, ja, stimmt.